So, danke Ladybug und Cat Noir. Der Ruhm gehört ganz an Ladybug. Ich bin nur hier um rumzuscherzen. Herr Polizist, gib mir was, worüber ich mit Ihnen sprechen möchte. Worüber denn? Ich bin hier im Namen meiner Freundin Marinette. Stimmt es, dass Sie Ihrem Vater eine Geldstrafe aufgehalst haben für ein Vergehen, das sie nie begangen hat? Das ist eine Polizeiangelegenheit. Du glaubst doch nicht wirklich, ich würde vertrauliche Informationen mit dir teilen, oder? Gut, dann schauen Sie sich dieses Bild vom Jacket Stone Konzert an, das Chloe Bourgeois gestern Abend gepostet hat. Sie können Marinette sehen, nicht wahr? Jetzt schauen Sie sich die Uhrzeit an. Stimmt sie nicht überein mit dem Zeitpunkt, an dem Sie Marinette in der Bäckerei trafen? Oh, das müssen wir in Erwägung ziehen, ja. Okay, ich nehme die Geldstrafe von Herrn Dupin-Cheng zurück. Aber solange Marinette nicht überall am selben Zeitpunkt sein kann, kann ich mir nicht erklären, wie sie auch in der Bäckerei war. Krise überstanden, Tiki. Papa ist wieder normal und Sabrinas Vater hat die Geldstrafe zurückgenommen. Genau, und alles verdanken wir Ladybug. Und Alia, wir wissen aber immer noch nicht, wie ein Klon von mir gestern diesen Streich gespielt haben könnte. Du hast recht, Marinette, es ist immer noch ein Geheimnis. Es könnte auch ein Senti-Monster gewesen sein. Aber wieso ausgerechnet Marinette? Und mit was für einem Zweck? Das ist auch eine gute Frage. Ich nehme an, wir sind nicht mit dieser Doppelgänger-Situation fertig. Und etwas sagt mir, wir werden bald wieder damit zu tun bekommen. Tja, am nächsten Tag. Hey Marinette, wie geht's dir? Ich habe gehört, dass dein Vater gestern akkumatisiert wurde. Ist er okay? Ihm geht's gut. Danke der Nachfrage, Luca. Mit der Hilfe von Ladybug und Cat Noir ist er heil nach Hause gekommen. Was würden wir nur ohne diese beiden machen? Also, ich wollte dir sagen, Marinette, ich habe zwar keine Superkräfte, aber du kannst dich mir immer anvertrauen. Man sagt, dass ich ein guter Zuhörer bin, weißt du? Tja, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Es ist toll zu wissen, dass ich mich dir anvertrauen kann, Luca. Ich kann manchmal echt jemanden gebrauchen, dem ich komplett vertrauen kann. Besonders bei den ganzen Akkumatisierungen, die ständig passieren. Halt dich nicht zurück, Marinette. Du weißt, ich werde dich nicht verurteilen, egal was du denkst. Danke, Luca. Ich werde es mir merken. Jedenfalls schmeiße ich nach der Schule eine Party auf der Liberty. Max wird sein neues Spiel präsentieren. Aha. Gamer 3.0 wird er sagt als nächstes kommen. Wow, toller Plan. Ich bin dabei, Luca. Cool, fast alle werden kommen, aber Adrian muss nach Hause zu seinem Chinesisch-Kurs. Und zum Fechten in dieser Reihenfolge, glaube ich. Oh, dann hoffe ich, dass das Spiel von Max das wieder wettmacht. Ich kann es kaum erwarten, es anzutesten. Tja, mal sehen. Rempelstock, du hast für Cat Noir die Kraft des Rempelstocks freigeschaltet. Die Kraft ermöglicht es dir, bestimmte Elemente der Umgebung zu verschieben. Gut. Jetzt interagieren wir, sag mal, mit Kagami. Marinette, ich habe von der Akkumatisierung deines Vaters gehört. Geht es ihm gut? Hey, danke der Nachfrage, Kagami. Ja, es geht ihm gut. Es tut mir ihm sogar leid, dass ihm so die Sicherung durchgebrannt ist. Ich kenne das, glaub mir. Also wegen Adrians Geburtstag. Ja, was ist damit? Hat Adrian dich persönlich eingeladen? Hat Adrian dich selbst eingeladen oder hast du von den anderen von der Party erfahren? Warum ändert das etwas? Ich bin einfach nur neugierig. Neugierig bist du, manchmal ein bisschen zu neugierig. Oh. Tut mir leid, Kagami, ich wollte nur ein bisschen Smalltalk machen. Ich weiß das zu schätzen, Ich sollte wahrscheinlich selbst neugieriger sein, was meine Freunde angeht. Sei nicht so streng mit dir, Kagami. Du musst deine Gefühle nicht immer unterdrücken, weißt du? Danke, Marinette. Ich neige dazu, mich vor anderen Leuten zu verschließen, weißt du? Und du hast recht. Ich sollte dich nicht als Konkurrentin betrachten. Ich weiß, aber du kannst offen zu mir sein. Wir sind Freunde. Okay, dann sage ich es dir. Adrian ist zu mir gekommen und hat mich persönlich eingeladen. Aber das hat er auch bei dir so gemacht, oder? Ich schätze, so hat er es bei allen gemacht. Ja, bestimmt. Ich bin nicht sicher, was ich mir überhaupt dabei gedacht habe. Okay, das ging ja einigermaßen gut. Mit Luca sollte ich ja sag jetzt als nächstes reden. Ein besonderes Bild haben wir freigeschaltet. Interessant. Hey, nicht, dass es mir Spaß macht, zuzusehen, wie dein Vater akkumatisiert wird, aber diesmal hat er sich wirklich selbst übertroffen. Es sah wirklich so aus, als würde die Stadt in einem administrativen Albtraum versinken. Wer den letzten Part gesehen hat, der weiß, das war Ersack nicht der Rede wert gewesen. In gar keinen Fall der Rede wert. Aber egal, wie geht's deinem Dad? Tja, danke der Nachfrage. Danke der Nachfrage, Alia. Ich schätze ganz okay. Sabrinas Vater hat endlich das Bußgeld, das er gegen ihn verhängt hatte, aufgehoben. Ich glaube, das ist das Einzige, was für ihn zählt. Und das verdanke ich nur dir. Wenn du Sabrinas Vater nicht dieses Bild von mir gezeigt hättest, müsste er es immer noch bezahlen.
Schon gut, ich bin auch froh, dass es ihm gut geht. Okay. Freundschaftslevel steigert sich weiterhin. Mal sehen, ob wir, sag jetzt hier, mit Adrian jetzt auch irgendwas machen könnten. Ich wünsche dir so tolle Haare wie du, Adrian. Tja, eine gute Pflege macht es. Aber... Mal sehen. So wie es aussieht, können wir jetzt hier erstmal nichts weitermachen. Wir könnten beim Album was sehen oder wir könnten erst auch noch irgendwo anders weitergehen. Oh, Le Grand Paris. The hotel owned by Chloe's dad. It's nice, I guess. Meine Frau hat mich rausgeschmissen. Kannst du das fassen? Lächerlich. Einfach lächerlich, das Ganze. So, wie sieht es jetzt hier aus? Meine Frau lässt mich nicht in mein eigenes Hotel. Wie soll ich denn arbeiten? Im Rathaus? Solltest du nicht in der Schule sein, Adrian? Schon beendet. Aklonika, nicht Klonoa. Ja, da sind wir jetzt irgendwie in... ein bisschen im Spiel. Vertieft und vor allem auch ein bisschen... naja, das falsche Spiel ausgewählt. Auch nix. Na gut, auf alle Fälle... Auf alle Fälle, bevor wir jetzt also gleich zum Hausboot gehen, müssen wir hier, sagt noch mal kurz, ein paar Sachen aufrüsten endlich. Also gut, paar neue Fähigkeiten können wir jetzt also gebrauchen. Helden. Okay, da waren wir jetzt, er sagt, doch noch mal ein bisschen zu übereifrig, wie es aussieht. Da waren wir jetzt ein bisschen zu übereifrig. Aber gut, sobald wir, er sagt, jetzt sowieso die nächste Aktion beendet haben... haben wir dann sicherlich, er sagt, noch genügend Orbs beisammen, um dann, er sagt, auch noch Cat Noir ein bisschen weiter zu boosten. Da bin ich mir, er sagt, sicher. Ansonsten, ja, wird es, er sagt, mal Zeit, dass der Gamer 3.0 auf den Plan tritt. War übrigens, er sagt, nicht die erste Episode, die ich, er sagt, gesehen hatte, oder besser gesagt, mit der ich angefangen habe. Ich hatte, er sagt, mit der Serie Miraculous angefangen, als er sagt, die Episode Kung Fu gab. Das war, er sagt, die erste Episode, die ich, er sagt, von Miraculous, die Geschichten von Ladybug und Cat Noir gesehen habe. Ansonsten... ja. Machen wir jetzt erstmal weiter. Alles klar, Marinette? Max erwartet uns. Ich bin sicher, sein Spiel wird super sein. Okay, auf geht's. Vielleicht hätten wir dann doch eher auf der Karte mal selbst mal nachgucken sollen, was wir hier noch eigentlich zu erledigen haben. Eigentlich haben wir jetzt wirklich schon fast alles ja erkundet. Oder besser gesagt, wir waren erst doch schon fast überall da gewesen. Aber wo zum Henker ist jetzt das Hausboot abgeblieben?
Ah, hier unten. The sand docks are a perfect spot for a little stroll, any time of the day. Ich mache doch gar nichts, ich laufe nur rum. Okay, schließt euch der Clique jetzt an. Und ja, der Gamer 3.0 wird er sagt hier schon mal angeteased. Da mal klar machen zum Entern des Schiffes. Nach ein paar Spielen. Das ist ja richtig Next Level, Max. Dein Spiel ist der pure Wahnsinn, ein kompletter Volltreffer. Du übertreibst absichtlich, nicht wahr? Das ist nicht die Endversion. Es gibt noch Sachen, die verbessert werden können. Und die Framerate ist nicht so reibungslos, wenn... Nimm das so ruhig an, Max. Du bist ein Naturtalent im Spieledesign und dieses übertrifft einfach alles. Es ist sogar besser als die meisten Spiele auf dem Markt. Findest du wirklich? Vertrau mir. Ich glaube, wir haben hier ein Meisterwerk vor uns. Hier spricht der Ultima Mecha Strike 3 Champion. Ich muss wissen. Eine Weile später. Ihr habt echt Nerven, mein Spiel vor meiner Nase mies zu machen. Was? Vor allem, nachdem alle fünf von euch zuerst gesagt haben, es war super. Wisst ihr überhaupt, wie lange ich gebraucht habe, um es zu entwickeln? Warum habe ich nicht früher gemerkt, dass ihr nur ein Haufen Heuchler seid? Max, was ist in dich gefahren? Was wollt ihr alle? Habt ihr euch gegen mich verschworen? Macht es euch Spaß, mich zunichte zu machen? Mach mal halblang, Max. Keiner von uns hat was Schlechtes über ein Spiel gesagt. Weißt du wieso? Weil es uns Spaß gemacht hat, allen von uns. Es stimmt, dein Spiel ist toll. Ich halte keine Lügen aus, besonders wenn man sie mir direkt ins Gesicht sagt. Wie wäre es, wenn ihr mich in Ruhe lässt? Ich hau ab! Hä? Was ist gerade passiert? Ich denke mal, die gleiche Situation, was ja auch in der Bäckerei geschehen war. Eine falsche Marionette ist aufgetaucht und hat der Sack, ja, die Kunden beleidigt. Und er sagt dem Polizisten Roger. Und jetzt der Sack hier, die Sache mit Max. Also auf alle Fälle ein Centi-Monster war hier am Werk. Wenn man ein Centi-Monster ist, der Sack, ein Wesen, was er sagt, erschafft werden kann durch die Macht des Faun Miraculous. Entweder geht er, sagt die Feder vom Faun Miraculous, entweder an einen Gegenstand der Person, naja, die er sagt, gerade mies drauf ist, so könnte man es er sagt, sagen, oder natürlich auch einen anderen Gegenstand, wodurch man er sagt, eigene Kreation erschaffen kann, wie zum Beispiel andere Personen. Das ist er sagt, möglich mit dem Faun Miraculous. Aber natürlich kann man, er sagt, so auch für akkumatisierte Superschurken mit der Hilfe des Faun Miraculous auch Werkzeuge, Items, Gadgets und so weiter für die erschaffen. Was war denn das gerade? Das ist doch verrückt. Wir haben einfach das Zimmer verlassen und dann BAM! Ist Max ausgerastet, weil wir angeblich sein Spiel niedergemacht haben. Ich weiß, es macht keinen Sinn. Der arme Max schien wirklich verletzt zu sein. Wirst du mit ihm reden? Nino? Ich? Moment mal, ich ganz allein? Das klingt nach keiner guten Idee. Ich spreche nicht gerade Max-Sprache, aber ich wette, mein Kumpel Adrian wüsste genau, was er sagen muss. Adrian? Natürlich, Adrian ist der beste Zuhörer von uns allen. Ich schätze, ich könnte mal mit Max reden, aber nur, wenn Adrian mitkommt. Okay. Was da gerade passiert ist, als hätte Max Halluzinationen gehabt. Ich weiß, was stinkt hier definitiv. Ich habe versucht, ihn zur Vernunft zu bringen, aber er ist weggelaufen. Ich mache mir richtig Sorgen, dass er was anstellt, dass er bereuen wird. Was sollen wir tun, Marinette? Du irrst dich nie bei Menschen. Ich weiß, dass du dich nie in Menschen irrst. Also sollte ich in diesem Fall wohl auf dich hören. Oberste Priorität ist jetzt, Max zu finden. Hast du gesehen, wohin er gegangen ist? Er ist scheinbar nach Hause gerannt, Richtung Place de Vosk. Verstehe. Gut, was Neues freigeschaltet. Und ich kann nicht glauben, was Max gerade gesagt hat. Keiner von uns hätte ihm solche fürchterlichen Dinge gesagt. Denkst du gerade, was ich denke, Marinette? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Tiki. Ein böser Doppelgänger, der das Selbstvertrauen der Leute zerstört, kommt es dir nicht bekannt vor? Es muss dieselbe Person sein, die die Kunden der Bäckerei vorhin reingelegt hat und sie als ich ausgegeben hat. Aber Max war sehr genau. Er hat uns alle gesehen, wie wir sein Spiel niedergemacht haben. Nicht nur mich. Könnte es mehr als einen Doppelgänger geben? Etwas stimmt hier definitiv nicht. Du hast recht, das müssen wir weiter ermitteln. Zuerst mal müssen wir Max finden, bevor er zum dritten Mal akkumatisiert wird. Ja.
Ich glaube, ich habe deinen Freund Max in Richtung Place de des Vos gesehen. Als Adirant, sprich mit Max. Also gut, Zeit für einen Wechsel. Warte mal, da können wir jetzt doch ebenso die Karte nehmen. Das geht schneller. Chloe, du hast Max also gefunden? Oh, Adri-Boy, wie schön, dass du nicht mehr mit Dupin Cheng und ihrer Loser-Clique rumhängst. Musst du wirklich ein Foto von Max machen? Ihm geht's gerade nicht so gut. Ach, das? Das ist für mein persönliches Tagebuch, keine Sorge. Hast du mit Max gesprochen? Wie geht es ihm? Nicht, dass es mich interessiert, aber es sieht so aus, als ob das Bäckereimädchen und ihre Clique sein böses Spiel, blödes Spiel niedergemacht haben. Oder was auch immer. Bah! Aber kleiner Max, das denkst du. Du kennst jemanden, aber zumindest sieht er jetzt, wie wertlos sie sind. Na gut, ich werde mit Max sprechen und die Sache aufklären. Also gut, hierbei hat sich jetzt allerdings auch noch nichts geändert. Abgesehen davon, dass ich jetzt mal kurz was trinken muss. Gut, weiter geht's. Max, bleib am Ball. Was passiert, dass du so aufgebracht bist? Adrian, danke, dass du gekommen bist. Ich weiß, du bist sehr beschäftigt. Ungefähr 92,8% des Tages. Das gibt dir durchschnittlich 7,2% Freizeit am Tag. Ich habe immer Zeit für einen Freund. Chloe hat mir schreckliche Dinge erzählt, dass es den anderen Spaß gemacht hat, dein Spiel vor dir niederzumachen. Bitte sag mir, dass das nicht stimmt. Marinette, Alia, Nino, diese heuchlerischen Freunde. Dagegen wirkt ja selbst Chloe recht vernünftig. Selbst ihr würde es nicht so viel Spaß machen, mich zunichte zu machen. Das ist schwer zu glauben, Max. Es muss eine Erklärung dafür geben. Und ich werde sie ganz bestimmt finden. Da kann man nichts machen. Sie hassen meinen Stil und haben dafür gesorgt, dass ich es weiß. Reise zusammen, Max. Du bist ein großartiger Spieledesigner. Wenn nicht sogar der Beste. Lass dich von sowas nicht verrückt machen. Und nicht akkumatisieren. Wir sehen uns wieder, Gamer. Sicher, ich werde nicht zulassen, dass deine doppelzüngigen Freunde dein Talent schmälern. Ich gebe dir die Möglichkeit, Paris in ein Spielfeld zu wandeln, auf dem du als Gamer Master regieren kannst. Das Ziel des Spiels ist, bring mir die Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Reden wir über das nächste Level, Hawkmoth. Ich bin ein hundertprozentiger Gamer. Tja, Zeit für Gamer 3.0. Das erste Mal ging es, um ein Spiel zu einer Videospielmeisterschaft. Das zweite Mal wiederum ging es, um ein selbst kreiertes Spiel von Max. Und jetzt ist es eigentlich auch nicht anders. Wieder mal ein selbst kreiertes Spiel ist am Ende der Auslöser für eine Akkumatisierung. Aber auf jeden Fall jetzt alles, eingefädelt durch Hawkmoth. Würde ich mal meinen. Wozu darauf warten, dass manche Menschen vor Trauer, Verzweiflung, Hass, Wut und so weiter und so fort die Fassung verlieren, wenn man nicht sagt selbst dafür irgendwie sorgen kann, dass das geschieht? Aber jetzt erst einmal die restliche Wartezeit der Ladezeit erstmal abwarten. Na gut, Zeit für das nächste Level. Finde den Strudel, der in Gamers Welt führt. Mein Spiel, meine Regeln. Tja, möge das Spiel beginnen. Auf das wir sogar vor allem auch genügend Orbs beisammenkriegen, um Cat Noir auch ein paar neue Lebenspunkte am Ende zu spendieren. Merged Paris with his own game. We should prepare for anything. Okay.
futuristisch hoch 10. Aber jetzt müssen wir auch vor allem erstmal weiter. So, die nächsten Punkte eingesammelt. Und ich bin mir, ich sag jetzt ziemlich sicher in Bezug auf den Gamer, dass wir, ich sag hier, nun einen etwas anspruchsvolleren Bossfight am Ende kriegen werden, als die ganze Sache mit Rare Dead. Also das war, ich sag, nun wirklich ein bisschen enttäuschend gewesen. Also gut, die nötigen Punkte. Just a small sample of my many skills. No pain, no gain. Okay, die nötigen Punkte für mehrere Lebenspunkte haben wir auf jeden Fall gleich mal eingesammelt. Ja, sofern wir es nicht runterfallen. Okay, wieso schaffe ich da jetzt nicht die letzte Plattform? Hä, wieso? Warte mal, habe ich es jetzt immer noch nicht richtig raufgeschafft oder bin ich da jetzt einfach nur durchgesprungen? Okay, jetzt klappt es. It's down to you and me. That's too easy. Okay, diese Gegner verschaffen uns ja sag viel zu viel Schaden. 1,5 Schadenspunkte, das ist ein bisschen zu viel, wie ich finde. Things to be you. And that's a wrap. Okay, ich glaube, jetzt können wir hier auf jeden Fall in die Gamerwelt rein. Möge also das Spiel beginnen. Und ich würde jetzt gesagt wirklich schon mal sagen, dass das um einiges interessanter ist als die Sache mit Rare Dead. Ja, das war schon mal ein gutes Level. No pain, no gain. So, finden wir also gleich mal den nächsten Strudel fürs nächste Level. Okay, es geht weiter aufwärts. Dass man dafür unbedingt Ketnoas Stab braucht, ist aus meiner Sicht hier ein bisschen übertrieben. Okay, die Kamera könnte sich hier, sag jetzt, auch ein bisschen besser drehen, wie ich finde.
Die Kamera hätte sich jetzt wirklich ein bisschen besser drehen können. Aber gut. Das Spiel ist ja noch lange nicht aus. Und der nächste Gaming-Strudel. Wäre dann wohl jetzt irgendwo hier gleich. You're in for a treat. Ah, wieder sagst du ein blöder Werfer. Aber gut, ein Bonus-Level hätten wir jetzt, sag hier, glaube ich, auch. Da gibt es ja wieder diese Plattform. Tja, schlecht war es jetzt auf jeden Fall nicht, was wir hier gemacht haben. Also weiter geht's für Level Nummer 2. I was born ready. Okay, weitere Knopfbetätigung. Aber wir müssen immer noch nach rechts. So, nächstes goldenes Macaron erhalten. Guess there's no reason to pull our punches anymore. Don't make me laugh. Okay, das wäre jetzt irgendwie auch zu viel Schaden. Also jetzt erstmal wieder rüber wechseln zu Cat Noir. It has your name on. Do this all day. And that's a wrap. Okay, hier fehlt uns ja sagt noch eine neue Fähigkeit. Und hier müssen wir halt noch ein bisschen abwarten. Na gut, weiter geht's im Text.
So, und damit hätten wir jetzt Sack wohl Level 2 erreicht. Keine Ahnung, was der Sack jetzt hier die Schwierigkeit sein soll. Okay, da konnte ich jetzt aus irgendeinem Grund keinen Doppelsprung machen. Okay, das war das Sack jetzt auch nicht gerade so die Schwierigkeit. Aber wir nähern uns auf alle Fälle den Hauptlevel jetzt gleich. That's too easy. Und das war jetzt irgendwie auch nicht so ganz richtig, muss ich zugeben. Aber gut, wir haben es dann, wie es aussieht, auch gleich geschafft. Andererseits die Karte. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen mehr hier lesen. Also schön, wir haben dort begonnen. Und ich habe gesagt, wirklich keinen Plan, wo genau wir jetzt hier gerade sind. Also einen einfachen Pin hätte man doch eigentlich einprogrammieren können, um zu zeigen, wo wir uns der Sack jetzt hier befinden. Im Level. So, und hier drüben können wir, sagt wie es aussieht, bloß ein Macaron. Und natürlich Energie holen. Here comes a new challenger. The one and only. Ladies' favorite. Ladybug's secret crush, Cat Noir. Hüte dich vor der Kraft der Angriffe dieser Gegner, um möglichst sie zu parieren. Way to go! That takes care of that. Also gut, wir befinden uns jetzt hier aktuell anscheinend irgendwo in der Nähe von Notre Dame. Aber die Karte ist ja, sag, so nichtssagend, dass ich jetzt, sag, nicht sagen könnte, ob wir jetzt schon nah dran am Gamer 3.0 sind oder nicht. Ich kann hierbei, sag, bloß sagen, Level 3, wir kommen. Nimm dich vor seinen Gegnern in Acht. Sie sind schnell und versuchen dich zu überrennen, okay? Okay, nicht schon wieder so einer. Ich should be extra careful. I don't
don't feel so good. Okay, das sieht doch jetzt sagt einigermaßen gut aus. So, Level beendet. Aber mit recht wenig Lebenspunkte. Tja, das wird sag jetzt doch mal eine kleine Herausforderung werden, nachdem uns Rare Dead nun wirklich überhaupt nicht gefordert hat. Na, mal sehen, was denn jetzt hier als nächstes kommen wird. Turn Paris into a video game? Really? Naja, wer jetzt sagt nicht das erste Mal? Wer jetzt wirklich nicht das erste Mal? Aber gut, wir scheinen jetzt... Warte mal, wenn das jetzt der Rundweg ist... Ja, dann sind wir wirklich schon fast angekommen beim Gamer. Na schön, das sieht dann doch gut aus. Der Weg ist schon mal der richtige. Okay, läuft doch einigermaßen gut. How many are there? That's all you've got. This has your name on it. One point for Cat Noir. Okay, so wie das aussieht. Das vorletzte Level vom Boss. Okay, dort war... Wieso war jetzt erst kein Doppelsprung möglich? Tja, Level beendet. Warte mal. Wieso war jetzt der Sack hier nicht das Ende gewesen? You're in for a treat. Eigenartig. Way to go! Okay, das läuft doch. Locker flockig von der Hand. So, der Bossfight.
Don't make me laugh. Tja, der Bossfight kommt dann also jetzt. Final Stage! Lucky Charm! Eine Kamera? Okay, that's unexpected. Gamer 3.0. Befana belohnte die Guten, indem sie in Folgendes verwandelte. Feen! Richtige Antwort! In welcher Stadt wollte Darkblade Bürgermeister werden? Paris! Was war die Besonderheit der Waffen von Meme? Warte mal... Sie kamen alle aus seinem Hut. Warte, nein, sie waren unsichtbar. Der vierbeinige Handlanger von Gita Villain war... ein Drache! Was hat Siren mit Paris angestellt? Sie hat die Stadt mit Wasser überflutet. Wie hieß der Valentinstag-Superschurke? Dark Cupid! Wonach hungerte Heart-Hunter? Liebe! Gita Villain war ein... Rockstar! Was hat Reverser benutzt, um sich fortzubewegen? Reverser? Oh, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Der sagt mir jetzt, er sagt nichts. Das war sicherlich, er sagte Comiczeichner. Papierflügel, ein riesiger Papierflieger. Nein. Es war entweder ein Papierflügel oder riesiger Papierflieger hier. Oh, Papierflieger, gut geraten. Und nun zur letzten Frage. Welchen Glücksbringer hat Ladybug gegen Pixelator eingesetzt? Was? Also, dazu fällt mir nichts ein. Wie soll ich mir jeden Glücksbringer merken, den ich benutzt habe? Irgendwelche Ideen, Ketnor? Nein, aber wie wäre es, wenn wir ein Selfie mit der Kompaktkamera machen, die du von deinem Glücksbringer bekommen hast? Willst du uns nicht in einer Romanze im Vintage-Stil sehen? Ah, du meinst, du willst sehen, wie du auf einem alten Foto aussiehst? Warum nicht einfach einen Spiegel benutzen? Hört auf zu flirten, ihr beiden. Ich bin immer noch hier, wisst ihr? Es sei denn ein Spiegel? Hey, jetzt weiß ich's wieder. Mein Glücksbringer bei unserem Sieg über Pixelator war ein Taschenspiegel. Danke, Ketnor. Ohne dein Geplapper hätte ich das nicht geschafft. Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ein Taschenspiegel? Diese Antwort ist richtig. Nein! Ha, Game Over, Gamer. System Failure? No, this can't be! I'll allocate more memory to the recovery system. No! No more evil doing for you, little Akuma. Time to de-evilize! Gotcha! Bye-bye, little butterfly. Miraculous ladybug! Where am I? Also, ihr müsst schon zugeben, das war doch jetzt um einiges interessanter als die Sache mit Rare Dad. Ein nettes kleines Quiz, um Miraculous Wissen mal aufzufrischen. Nicht übel. Bloß die Sache mit Reverser, da musste ich erst erraten. Weil an ihn hatte ich mich jetzt erst nicht mehr so recht erinnert. Gut, Trophäe erhalten, Game Over. Aber anders als mit den letzten Parts, werden wir jetzt erst die nächste Szene auch nochmal kurz abspielen. Aber ansonsten, ja, haben wir jetzt, glaube ich, erst im Großen und Ganzen noch quasi drei Bosse vor uns. Klonika, dann höchstwahrscheinlich die Sphinx, Hawkmoth. Mit Majora würde ich dann eigentlich auch noch rechnen. Vielleicht vier Gegner? Würde vielleicht passen. Aber jetzt wollen wir nochmal die letzte Szene zu diesem Kapitel uns mal ansehen.
Puh, das war ja knapp. Einen Moment lang dachte ich, wir würden für immer in dieser Videospielwelt stecken bleiben. Max wurde viel geschmäht. Es ist, als ob Hawkmoth beim Akkumatisieren einen draufgelegt hat. Du meinst, zuerst bringt er Leute aus der Fassung und dann akkumatisiert er sie? Wir können es nicht hundertprozentig wissen, aber ich halte meine Augen offen. Wer weiß, wozu Hawkmoth noch fähig ist. Ich halte meine spitzen Ohren auch für neue Spuren offen. Halten wir uns auf dem Laufenden, Milady. Gut, eine Weile später. Oh, ich habe gerade ein SMS von Alea bekommen. Sie möchte, dass ich sie sofort beim Hausboot treffe. Hm, klingt etwas ernst. Keine Pause für die Müden. Wir sollten uns beeilen. Tja, wir sollten uns beeilen, aber das sagt jetzt erstmal im nächsten Part. Jetzt schauen wir uns dann doch nochmal kurz mal die Sachen... Okay, Jojo, Enterhaken, gut zu wissen. Aber jetzt wollen wir uns das Album etwas genauer mal ansehen. Was hat sich denn dann jetzt erstmal so getan nach all den Stunden, nach all den Parts? Obwohl, so viele Stunden waren es jetzt erst auch nicht. Mal sehen, hier hat sich Ersak jetzt nichts getan. Bei der Musik ist auch nichts. Freunde. Ein paar Sticker. Okay, ich verstehe auf alle Fälle. Das Album würde man auf jeden Fall voll kriegen, indem man erst auch noch die andere Mission wohl erledigt. Okay, ein paar Erinnerungen hat man jetzt erst so auch erhalten. Und so wie es aussieht, wird er, sagt die Freundesseite zu Alia, wohl in Kürze auch beendet sein. Interessant. Aber auf alle Fälle wäre es das dann jetzt erst einmal für diese Aufnahme und für diese Parts jetzt erstmal gewesen. Der Gamer 3.0 wäre damit, sagt auch, durchgespielt. Und jetzt als nächstes... Ja, kommen wir langsam der Sache mit den Doppelgängern immer ein bisschen näher, mehr und näher auf die Schliche. Somit würde ich dann jetzt noch gleich mal sagen. Dramatische Pause. Tja, dann würde ich jetzt wirklich erstmal so sagen... Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es Ersak weiter. Mit einem Freund in Not trifft Alia im Hausboot. Mal sehen, wie das Ganze noch weitergehen wird. Bis dann und ciao.